So, wir haben einen Schmugglerring oder Sklavenring letzte Folge auseinandergenommen und dabei festgestellt, dass die Anführerin die Schwester ist von jemandem, den wir schon auf der Zitadelle gesehen haben. Dem sind wir nachgekommen, haben die ausgeschaltet und jetzt reden wir nochmal kurz mit Tali, bevor wir uns nochmal auf den Planeten begeben und die zwei Kisten noch mitnehmen, die da sind. So, Tali ist auf der anderen Seite. Genau, mit ihr habe ich nämlich nicht gesprochen. Das machen wir jetzt nämlich einfach mal, um Tali Sora Naraya noch ein bisschen kennenzulernen. Hey Commander, wissen Sie was? Diese Quarianerin, Tali, sie kommt andauernd hier unten vorbei und fragt mich nach dem Schiffsantrieb. Ich werde ihr sagen, dass sie in Ruhe lassen soll. Was? Nein, sie ist wirklich außergewöhnlich. Ich wünschte, meine Leute wären nur halb so clever wie sie. Noch einen Monat an Bord und sie wird sich besser mit dem Antrieb auskennen als ich. Sie hat ein außerordentliches technisches Talent. Kann schon verstehen, warum sie an Bord genommen haben. Ich hielt sie für eine echte Bereicherung der Crew. Sie haben wirklich ein Auge für Talente, Commander. Aber deswegen sind sie wohl kaum hier heruntergekommen. Erzählen Sie mir etwas über die Normandy. Sie ist das beste Schiff, auf dem ich je gedient habe. Vielleicht das schnellste Schiff, das je gebaut wurde. Und das einzige Schiff mit dem neuen Tantalus-Antriebskern. Was ist so Besonderes an dem Tantalus-Antriebskern? Er ist von seinen Maßen her zweimal so groß wie die auf den anderen Schiffen. Das macht unser Schiff nicht nur schneller, sondern wir können auch länger bei Überlichtgeschwindigkeit fliegen, bevor wir den Beschleuniger austauschen müssen. Erzählen Sie mir etwas über das IES-Tarnsystem. Wie funktioniert das genau? Hier draußen im All kann man kein Schiff verbergen. Schiffe geben zu viel Hitze und Strahlung ab. Dadurch sind sie einfach mit Sensoren zu orten. Also muss man diese Energieabgabe eindämmen. Unser IES-Tarnsystem nimmt die vom Schiff abgegebene Energie auf und speist sie in schiffsinterne Speicher ein. So kann das Schiff nicht von Sensoren erfasst werden. Aber diese Speicher müssen von Zeit zu Zeit geleert werden. Nach ein paar Stunden im Tarnmodus überhitzen sie. Dann würden wir in unserer eigenen Hülle gekocht werden. Und es gibt keinen Weg, unseren Standort zu ermitteln. Mit einem visuellen Scan kann man uns immer noch orten. Dazu müsste man nur aus dem Fenster schauen. Aber um uns sehen zu können, muss man schon sehr nah dran sein. Die meisten Schiffe setzen Scanner ein. Solange die Tarnsysteme funktionieren, können sie uns nicht orten, außer wir gehen auf Überlichtgeschwindigkeit. Warum funktioniert es nicht bei Überlichtgeschwindigkeit? Bei ULG produziert das Schiff eine viel höhere Strahlung, die von den Speichern nicht aufgenommen werden kann. Wenn wir im Tarnmodus zum Sprung ansetzen, geht das Schiff hoch wie eine Leuchtrakete. Die Sensoren können unser Schiff orten, wenn wir zu ULG wechseln oder von ULG runterdrosseln. Aber bei Missionen mit kurzer Reichweite ist das IES-Tarnsystem unschlagbar. Und wir sind die Einzigen, die es haben. Ich finde das wirklich in dem Universum so schön erklärt, wie was funktioniert und warum eine Spezies nicht im Rad ist und so weiter. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich beim Rollenspielen. Bei vielen Spielen ist es dann doch irgendwie so, dass was angeschnitten wird. Ja, das ist hier das große Ding, der heiße Scheiß. Aber es wird irgendwie nie wirklich erklärt, in den meisten Fällen jedenfalls nie wirklich erklärt, warum oder weshalb, wie das genau funktioniert. Da haben sie schon was überlegt. Das ist nicht irgendwie so aus dem Ärmel geschüttet. Die haben sich da echt schon viele Gedanken darüber gemacht, BioWare. Ja, guck mal. Dafür haben sie sich nicht so viele Gedanken gemacht bei Dragon Age Inquisition. Wo haben Sie noch gedient, Adams? Auf fast allen Schiffsklassen der Allianz. Von Schlachtschiffen über Frachter bis zu Fregatten wie der Normandy. Meine letzte Station war die Tokyo. Nur ein Kreuzer, aber ein gutes Schiff. Nichts im Vergleich zur Normandy natürlich. Okay, ein bisschen was über. Gute Arbeit. Weitermachen, Adams. Ein bisschen was über Adams. Jawohl, Commander. So, jetzt kommt aber Tali. Ja, mal, haben wir ganz vergessen, die Kleine. Das ist ein erstaunliches Schiff, Shepard. So einen Antriebskern habe ich noch nie gesehen. Kaum zu glauben, dass er in ein so kleines Schiff passt. Langsam verstehe ich, warum Sie Menschen so erfolgreich sind.
Ich hatte keine Ahnung, dass die Schiffe der Allianz so fortschrittlich sind. Die Normandy ist ein Prototyp, neueste Technologie. Noch vor einem Monat habe ich eine selbstgebastelte Kraftstoffleitung in ein schrottreifes Schleppschiff der Flottille eingebaut. Und jetzt bin ich an Bord eines der fortschrittlichsten Schiffe des Zitadellsektors. Ich möchte Ihnen nochmals danken, dass Sie mich an Bord genommen haben. Mit dem Aufenthalt auf einem Schiff wie diesem wird für mich ein Traum wahr. Ich wusste ja gar nicht, dass Sie ein solches Interesse an Schiffen haben. Das haben alle Quarianer. Die Migrantenflotte ist der Schlüssel zum Überleben für mein Volk. Schiffe sind unsere wertvollste Ressource. Aber über so ein Schiff verfügen wir nicht. Wir müssen uns mit ausgestoßenen und abgelegter Ausrüstung zufrieden geben. Wir versuchen sie einfach so lange wie möglich zu nutzen. Einige Schiffe unserer Flotte stammen noch aus der Zeit, als wir vor den Geth geflüchtet sind. Das ist einfach unglaublich, dass einige Schiffe in ihrer Flotte 300 Jahre alt sind. Sie werden ununterbrochen repariert, modifiziert und neu ausgerüstet. Sie sind nicht gerade hübsch, aber sie machen ihren Job. Meistens jedenfalls. Wir haben versucht, unsere Flottille so unabhängig wie möglich zu gestalten. Wir bauen unsere eigene Nahrung an und fördern und verarbeiten unseren eigenen Kraftstoff. Aber einige Sachen können wir nicht selbst herstellen. Für Arbeiten zur Sicherung der Hüllen benötigen wir Rohstoffe, die wir nicht haben. Daher sind unsere Pilgerreisen auch so wichtig. Ich möchte mehr über Ihre Pilgerreise erfahren. Wenn wir erwachsen werden, verlassen wir unsere Geburtsschiffe und müssen uns eine neue Crew suchen. Damit sichern wir die genetische Vielfalt innerhalb der Flotte. Aber die Schiffe nehmen niemanden, der ihnen nur zur Last fallen würde. Deswegen gehen wir auf Pilgerreise, um unseren Wert zu beweisen. Wir gehen allein und lassen die Flottille und die Familien zurück. Wir kehren nur zurück, wenn wir etwas Wertvolles gefunden haben, das wir zur Flotte zurückbringen können. Diesen Fund übergeben wir dann dem Captain des Schiffes, auf dem wir heimisch werden möchten. Wenn das Geschenk angenommen wird, werden wir Mitglied der Crew. Kann ein Captain ein solches Geschenk auch ablehnen? Das kommt nicht sehr oft vor. Die meisten Captains sind darauf bedacht, ihre Crew und damit auch ihr eigenes Ansehen in der Gesellschaft zu vergrößern. Normalerweise würde ein Captain auch ein weniger wertvolles Geschenk annehmen, als Teil der Tradition. Aber wer ein Geschenk unter Wert mitbringt, genießt einen schlechten Ruf. Das ist keine besonders kluge Methode, Eindruck auf seine neue Crew zu machen. Die meisten Pilger kehren nicht zurück, bis sie etwas Wertvolles gefunden haben. Ich finde es unverantwortlich, dass Sie alleine gehen mussten. Wir werden nicht einfach herausgeworfen. Man bringt uns bei, wie wir außerhalb der Flottille überleben können und gibt uns hilfreiche Geschenke mit auf den Weg. Wir erhalten auch wertvolle Implantate gegen Krankheiten. Weil wir seit Generationen in einer isolierten und vollständig kontrollierten Umgebung leben, haben wir ein besonders schwaches Immunsystem. Wenn wir die Flotte verlassen, sind wir gut auf die Pilgerreise vorbereitet. Diese Sache stellt einen Übergangsritus für alle Quarianer dar. Wenn es gefährlich wäre, würden wir unsere Bevölkerungszahl schwächen. Fast alle Pilgerreisen enden mit einer triumphalen Heimkehr und einer Feierlichkeit zur Präsentation des Geschenks an den jeweiligen Flottenkapitän. Ich möchte über etwas anderes sprechen. Zum Beispiel? Also im Grunde ein Volk, dadurch, dass sie aus dem Exil vertrieben, ins Exil getrieben wurden von den Geth, die sie ja selbst erschaffen haben, sind sie dadurch als Volk noch enger zusammengerückt und fliegen, ja, sind eigentlich nicht sesshaft. Das sind reines einzelne Nomadenvolk, die von Ort zu Ort fliegen und ihre Kinder ihre Kinder sozusagen nicht so wie was bei den Menschen ist, wenn sie erwachsen sind, dass sie dann raus ins Leben gescheucht werden, sondern die Kinder haben die Aufgabe, Sachen zu suchen und dann mit Wertvolles zurück zur Migrantenflotte zu gelangen und so diesen Ritus quasi abzuschließen des Erwachsenseins, habe ich das Gefühl. Korrigiert mich, wenn ich das jetzt etwas falsch verstanden habe. Aber auch wieder ein sehr, sehr interessantes Volk. Und ich habe mir gerade so überlegt, ich habe in der letzten Folge gesagt, ich würde nicht mit einem in Anführungsstrichen mit einem Alien eine intensive Beziehung eingehen. Das klingt so ein bisschen rassistisch von mir. Das ist so, als würde ich zum Beispiel nicht mit einer farbigen Frau irgendwie was anfangen. Das ist ja eigentlich genau dasselbe im Grunde. Aber naja, Mensch ist Mensch.
Quarianer ist kein Mensch und Asari ist auch kein Mensch. Vom Hüpfen wie beim Thema wenig. Ich glaube, ich könnte das einfach nicht. Auch wenn es vielleicht irgendwie so rassistisch rüberkäme. Ich meine, es ist ja nur alles Spekulation und Theorie von mir. Ich meine, noch sind wir hier allein in unserer kleinen, Ecke des Universums auf unserer Erde hier. Aber wenn es halt wirklich mal so wäre, ich weiß nicht, ich denke, habe da tatsächlich letzten Tag darüber nachgedacht und ich glaube, mein Standpunkt würde sich da kaum ändern. Also, ich weiß nicht, fühle mich da irgendwie so angeekelt von, weiß auch nicht, schwierig zu beschreiben sowas. Und dadurch, dass wir alle noch nicht in so einer Situation waren, und wahrscheinlich auch nie sein werden, aber vielleicht sind das ja unsere Kindeskinder, ich weiß es ja nicht, ob die das irgendwann mal erleben werden. So. Erzählen Sie mir etwas von Ihrem Volk. Wir haben kein einfaches Leben. Die Ressourcen sind knapp. Deswegen müssen wir immer weiter reisen. Alles, was wir tun, muss auch dem Wohl der Migrantenflotte dienen. In der Flottille leben 17 Millionen Quarianer. Um zu überleben, müssen wir uns aufeinander verlassen können. In meinem Volk herrscht ein großer Zusammenhalt. Leider mussten wir viele Freiheiten und zivilisatorische Selbstverständlichkeiten aufgeben, die andere Völker für sich als selbstverständlich erachten. Was für Freiheiten? Es ist zum Beispiel per Gesetz verboten, dass Eltern mehr als ein Kind haben. Wenn unsere Bevölkerung zu stark wächst, würde das unsere Ressourcen überfordern. Andererseits können wir auch nicht zulassen, dass unser Volk zu klein wird. Wenn unsere Bevölkerungszahlen zu sehr schwinden, wird das Ein-Kind-Gesetz zeitweilig aufgehoben. Wenn unsere Bevölkerungszahl dramatisch fällt, werden die Leute sogar ermutigt, möglichst viele Kinder zu bekommen. Aber eine solche Weisung hat das Konzil schon seit fast 100 Jahren nicht mehr ausgegeben. Nennen Sie so Ihre Regierung? Das Konzil ist der Zivilbereich unserer Regierung. Jedes Schiff kann einen Repräsentanten wählen, der im Konzil an Entscheidungen mitwirkt, die die ganze Flotte betreffen. Bei Angelegenheiten, die nur ein einzelnes Schiff betreffen, hat natürlich der Captain das letzte Wort. Diese Tradition geht zurück auf die Zeit, als die Flotte noch unter Kriegsrecht stand. Glücklicherweise sind unsere Captains heutzutage umsichtig genug, ihre Crew Konzilrepräsentanten wählen zu lassen, die sie beraten. Dann liegt die Macht bei den offiziell gewählten Repräsentanten. Zumindest wird es so gehandhabt. Das Konzil und die jeweiligen Repräsentanten der Schiffe legen die Regeln fest, die unser allertägliches Leben bestimmen. Aber theoretisch herrscht immer noch das Kriegsrecht. Die 5 höchstrangigen Militäroffiziellen stellen den Admiralitätsrat. Diese 5 Personen haben in Notfällen die Autorität, alle Entscheidungen des Konzils zu überstimmen. Dafür muss die Admiralität zu einer einstimmigen Entscheidung kommen. Und sie können eine solche Entscheidung nur einmal treffen. Danach müssen die Mitglieder des Admiralitätsrates zurücktreten. Eine Verfahrensschutzmaßnahme, die sich bewährt hat. In fast 3 Jahrhunderten hat der Admiralitätsrat nur 4-mal die Entscheidungen des Konzils überstimmt. Also, das heißt zumindest, dass das System funktioniert. Im Großen und Ganzen. Frage ist nur, funktioniert das System dann auch, wenn die Quarianer irgendwann mal wieder eine Heimat haben? Ich möchte mehr über die Geth erfahren. Ich kann Ihnen kaum mehr über die Geth erzählen, als Sie ohnehin schon wissen. Es ist fast 300 Jahre her, dass Sie mein Volk ins Exil getrieben haben. Ich kenne nur die Geschichte Ihrer Herkunft, was Sie waren, als wir Sie erschufen und wie Sie sich gegen uns gewendet haben. Interessant. Die Geth wurden ursprünglich als automatisierte Arbeitshelfer erschaffen. Zu Beginn war ihre Intelligenz auf die üblichen VI-Fähigkeiten begrenzt. Mit der Zeit haben wir einige Modifikationen an ihnen vorgenommen, damit sie andere und komplexere Tätigkeiten ausführen konnten. Damit erreichten sie zunehmend den Status echter KI-Programme. Warum hat der Rat nicht eingegriffen und sie aufgehalten? Es war keine KI-Forschung im eigentlichen Sinn. Wir haben am Rande der Forschungsgesetze gearbeitet, aber nie dagegen verstoßen. Die Modifikationen waren so geringfügig, dass wir sie unter Kontrolle hatten. Dachten wir zumindest. Aber wir hatten die Konsequenzen des neuralen Netzwerkes unterschätzt. 1 Million gleichzeitig Denkender geht, schuf eine inhärente, instabile Matrix.
Die GET unterhalten ein Intelligenznetzwerk? Viele der Logiksysteme der GET waren darauf ausgelegt, mit anderen GET in der Nähe zu kooperieren. Das heißt, je größer eine Gruppe war, desto intelligenter war sie. Dann stellen Sie zusammen ein Gemeinschaftswesen dar. Nein, das ist so nicht richtig. Sie können keine einzelnen Daten oder Informationen austauschen, die Sie wahrnehmen. Auf so viele gleichzeitige Eingaben ist Ihre Programmierung nicht ausgelegt. Jeder GET ist auf seine eigene Wahrnehmung und Identität beschränkt. Das neurale Netzwerk können Sie nur für bestimmte Prozesse nutzen. Man könnte es die künstliche Entsprechung eines Unterbewusstseins nennen. Wenn Sie in unmittelbarer Umgebung auf andere GET treffen, können Sie aber bestimmte niedere Prozessfunktionen koordinieren und mehr Kapazitäten für eigene oder individuelle Gedanken schaffen. Also quasi, umso mehr GET dabei sind, umso intelligenter werden die als Gemeinschaft auch. Puh, schwierig. Aber warum haben die denn ohnehin jetzt schon wieder KIs entwickelt? Was heißt schon wieder, aber... Das ist ja genau das, wie es gerade bei uns auch zu sein scheint. Wir entwickeln Technologie, damit es für uns einfacher wird im Leben. Genauso ist es dann halt auch mit der KI höchstwahrscheinlich. Ich habe mal einen Bericht gelesen, dass es schon mehr oder weniger Roboterarme oder sonst was gibt, die wesentlich effektiver sind, wenn es dann darum geht, Menschen zu operieren. Weil sie halt kein Zittern haben. Sie haben halt keine Nervosität und sind dadurch äußerst präzise mit ihren Schnitten. Das ist halt alles einfach nur, weil wir bestimmte Tätigkeiten letztendlich dann doch irgendwie nicht selbst verrichten können. Und Technik oder KI oder VI, wie auch immer, virtuelle Intelligenz ist ja jetzt so richtig, Intelligenz würde ich nicht sagen, aber virtuelle Realitäten sind ja so am Kommen mit VR. Das ist ja dieses Jahr, es sind ja die letzten Monate, sind ja die ersten so richtig in Kommen mit der PlayStation VR, mit Oculus Rift, mit Project Morpheus. Also, ich bin gespannt und ich bin echt froh, dass ich dabei bin, das mitzuerleben, was sich da noch entwickelt. Denn auch sowas kann durchaus gefährlich werden. Also, ich spreche jetzt nicht von der Weltherrschaft der Maschinen, aber mal gucken, was sich da noch so entwickelt in der Zukunft. Das ergibt für mich keinen Sinn. Wahrscheinlich ist es auch schwieriger, als ich es erklären kann. Die GET sind herausragend fortschrittliche und komplexe Wesen. Für sie ist nur interessant, dass sie umso klüger werden, je mehr sie sind. Je mehr wir von ihnen bauten, desto ausgeprägter und abstrakter wurde ihre tatsächliche Intelligenz. Eines Tages fragte ein GET seinen quarianischen Aufseher nach der Natur seiner eigenen Existenz. Lebe ich? Warum bin ich hier? Wie lautet meine Berufung? Wie Sie sich vorstellen können, löste das eine Panik in meinem Volk aus. Was soll an diesen Fragen so verkehrt sein? Die GET wurden geschaffen, um eintönige oder gefährliche Arbeiten zu erledigen. Maschinen können mit solchen Arbeiten betraut werden. Aber denkende Wesen werden sich damit nicht lange abgeben wollen. Die GET zeigten Zeichen rudimentären Selbstverständnisses und unabhängiger Gedanken. Als intelligente Wesen hätten wir die GET als Arbeitssklaven missbraucht. Es war abzusehen, dass diese neuen, bewusstseinsfähigen GET sich gegen ihre Situation auflehnen würden. Wir wussten, dass sie einen Aufstand gegen uns starten würden. Also haben wir zuerst reagiert. Es wurde eine allgemeine Order an alle quarianisch kontrollierten Systeme geschickt, alle GET permanent zu deaktivieren. Die GET haben sich gegen diese Order gewaltsam aufgelehnt. Ja, wer kann es ihnen verüben? Dann spätestens, wenn es wirklich denkende Wesen sind, haben sie auch irgendwo das Recht, Entscheidungen zu treffen und auch das Recht, einfach zu leben. Und um das Recht natürlich zu behalten, wird man sich natürlich mit allen Mitteln, die man irgendwie hat, dagegen wehren. Tja, Scheiße gebaut. Genau. Man kann ihnen nicht verübeln, dass sie um ihr Überleben gekämpft haben. Wir hatten keine Wahl. Die GET waren kurz davor zu rebellieren. Durch schnelles Eingreifen hätten wir den Krieg beenden können, bevor er überhaupt begonnen hätte. Wir hatten gehofft, dass die meisten GET noch immer nur wenig intelligenter als Maschinen waren und keinen Widerstand organisieren konnten. Aber sie hatten sich viel weiterentwickelt, als wir es angenommen hatten.
Es gab einen langen, blutigen Krieg. Sie haben viele Millionen Quarianer umgebracht. Am Ende wurden wir gezwungen, mit unserer Flotte zu fliehen und die Heimatwelt zu verlassen. Wir hatten zunächst befürchtet, dass die Geth uns verfolgen würden. Aber sie haben den Nebel nie verlassen. Und jetzt treiben wir als Exilanten durch das Weltall und suchen nach einem Weg, uns das zurückzuholen, was wir verloren haben. Tja, aber warum sind sie nicht auf einen neuen Planeten gegangen? Ich kann kaum Mitleid mit ihnen haben. Ihre Vorfahren haben versucht, eine andere Spezies auszulöschen. Unser Fehler war, die Geth überhaupt zu erschaffen. Aber es war kein Fehler, gegen sie in den Krieg zu ziehen. Ohne Gegenwehr hätten sie uns ausgelöscht. Sie sind eine künstliche Lebensform. Sie haben keine Verwendung für organische Wesen. Nicht die geringste. Welche Erklärung haben sie dafür, dass sie sich vom Rest der Galaxie abschotten? Welche Erklärung haben sie dafür, dass sie alle organischen Lebensformen getötet haben, mit denen sie je in Kontakt getreten sind? Ich wollte sie nicht verletzen. Tut mir leid, ich habe etwas heftig reagiert. Die meisten Quarianer haben eine eher unerbittliche Meinung über die Geth. Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Tja, das war ein ganz schön langes Gespräch und eigentlich wollte ich, dass wir darunter gehen, aber ich glaube, wir müssen das an dieser Stelle wieder verschieben. Weil das ein ganz schön langes Gespräch war mit Tali über die Geth, über die Quarianer. Da war ganz schön viel Stoff dabei, das man in einem einzigen Buch hätte erzählen können. Aber ich fand es dennoch sehr interessant. Ich mag das ja immer, wenn man in Spielen Geschichten aufsaugt und das dann versucht in die Realität zu übertragen. Was wäre, wenn das wo wirklich wäre? Wie würden wir reagieren als Spezies und so weiter? Das mag ich immer. Deswegen mag ich auch einfach Science-Fiction-Spiele, weil man da so ein bisschen rumblödeln kann. Was wäre, wenn das halt so wäre? So, ich fahre mal noch mit dem Lift nach oben, denn hier haben wir alles erledigt. So, dann mache ich hier einen Cut und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao!